Moin Moin, ich hoffe, Ihnen hat der Besuch im Nolde-Museum gefallen. Wenn Sie bereit sind, fahren Sie die kurze Strecke nach Neukirchen. Der Ort liegt am Goldenen Ring, der Wiedingharde. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1231 als Kirchdorf im Erdbuch des dänischen Königs Waldemar II. Neukirchen war Hauptort des gleichnamigen Kirchspiels und Teil der Wiedingharde innerhalb des dänischen Amtes Tondern. Beim Bau des Goldenen Rings, also der Eindeichung der Wiedingharde 1436, wurde das auf Warften auf einem Sander liegende Dorf nicht berücksichtigt, sodass erst die Eindeichung des Gotteschorges 1566 weiteren Schutz vor der Nordsee brachte. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg kam der Ort 1867 zu Preußen. Neukirchen war von 1889 bis 1967 Sitz des Amtes Neukirchen und danach bis 2005 des Amtes Wiedingharde. 2008 ging das Amt Wiedingharde im Amt Südtondern auf. Neukirchen ist heute mit 1130 Einwohnern der zentrale Ort der Wiedingharde. Sie stehen derzeit auf dem Parkplatz des Deich- und Zielmuseums. Hier werden unter freiem Himmel die verschiedenen Deichprofile in Originalgröße gezeigt. Schaukästen erklären die Entwicklung des Deichbaus in den Jahrhunderten. Wenn Sie sich mit den dargestellten Deichprofilen ein wenig befassen, erhalten Sie einerseits eine Vorstellung von der häufig geringen Schutzwirkung der Deiche in den jeweiligen Jahrhunderten. Andererseits müssen Sie berücksichtigen, dass die Masse aller Deiche in Südtondern unter erbärmlichsten Bedingungen per Hand erschaffen wurden. Für die Naturfreunde unter Ihnen soll der Hinweis gelten, dass sich hier der Einstieg in das vierte Naturschutzgebiet im Gotteschorg, die Brückengrabenniederung, befindet. Es ist das jüngste zum Natura 2000-Netz gehörende Naturschutzgebiet. Hierbei handelt es sich um die Überreste eines ehemaligen Gezeitenpriels. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgte eine Vernässung dieses Gebiets. Das so entstandene Biotop steht vorrangig sowohl Amphibien als auch Wiesen und Wattvögeln, Enten, Gänsen und allen anderen Vogelarten als Rast- und Brutgebiet zur Verfügung. Übrigens, die Verwirklichung aller vom Land Schleswig-Holstein und der Europäischen Union finanziell geförderten Naturschutzprojekte im Gotteschorg lag in den Händen des Deich- und Hauptzivilverbandes Südwesthörn-Bongsil. Die Betreuung der Gebiete und Führungen erfolgen ehrenamtlich durch den Naturschutzverein Wiedingharde, den Naturschutzverein Südtondern und das Naturkundemuseum Nibbel. Soweit zum Naturschutz im Gotteschorg. Ich empfehle Ihnen jetzt einen Rundgang durch das Deich- und Zielmuseum. Wenn Sie anschließend eine Mittagspause einlegen wollen, empfehlen wir die beiden Gaststätten in Neukirchen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören wieder voneinander.